Probieren wir es doch mal damit. Und blub, hör die Musik auf. Tödliches Geschenk. Ja, ich will die Todesskorpione nehmen. Nein, hier nach unten sollst du. Ja, ich glaube, die machen sich schon ans Werk. Oh. Oh. Okay, sie waren leider nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh. Ja. Die sind noch nicht mal so effektiv, wie ich mir das erhofft habe. Das ist aber schade. So langsam. So langsam. Weiß ich nicht mehr so genau, was ich machen soll. Wir können es nochmal mit der brennenden Wand probieren. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Und wir sollten uns nicht von dem Frost irgendwie erwischen lassen. Warum? Warum bleibst du stehen? Gott. Oh Gott. Scheiße. Okay, ich glaube, die muss ich mir wirklich für später aufheben. Das funktioniert wieder nicht. Aber das ist interessant. Das ist jetzt das erste Mal seit... seit ziemlich langer Zeit, muss ich sagen, in dem Spiel, dass wir mal an eine Ecke kommen, die tatsächlich zu schwer für uns ist. Ich weiß gerade auch nicht so genau, was, wie wir noch viel großartig besser werden können. Selbst wenn die Blitzkaskade effektiver wird, also müssen ja dann wahrscheinlich... Oh, böse Ecke, nicht hingehen. Wir müssen ja dann wahrscheinlich irgendwie an Konstitution nochmal massiv zulegen und eigentlich auch an, ja, die Resistenzen halt. Also vielleicht, wenn Croxy dann noch so ein paar goldene Kugeln mit Resistenzen hat, dass wir die dann noch mitnehmen. Aber Frostschaden ist halt echt übel. Ja, da gibt es auch weit und breit keine Imps. Wo diese Drachenreiter sind. So, sorry, ich muss jetzt erstmal das Gold einsammeln. Was auch immer du auf mich draufschmeißt, es kommt wieder zurückgeflogen. Ah, es macht aber nicht genug Schaden. Superheilung. Ah, schade. Das klang so ein bisschen wie dieses Geräusch, wenn man eine Kugel findet. Ansonsten können wir noch so eine Segnung benutzen vielleicht. Um uns kurzzeitig ein bisschen zu buffen. Ehrlich gesagt kommt mir das gerade schwerer vor als das, was noch auf uns zukommt.
Ich glaube, das, was noch größtenteils auf uns zukommt, ist tatsächlich einfacher als diese Drachenreiter. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir sie gar nicht. Müssen sie, glaube ich, gar nicht besiegen, rein theoretisch. Ja, wir werden es natürlich schon machen. Also, ich werde mein Möglichstes tun, um sie zu besiegen. Aber rein theoretisch könnten wir auch darauf verzichten. Ja, rein theoretisch könnten wir darauf verzichten, alle Imps hier zu töten. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Okay. Müssen wir jetzt nicht mal so langsam in das Gebiet kommen, was... Eine Katzenstatue. Wollt ihr mich veralbern? Was schon erkundet ist, wollte ich sagen. Ist doch alles noch ganz schön groß. Huch, okay. Das nächste Geld für die nächste Rüstungsreparatur. Ist wahrscheinlich eher ein Minusgeschäft, was wir hier machen. Nachdem ich mir angeguckt habe, wie teuer das ist. Ja, es ist das Übliche. Ich weiß mal wieder nicht, was ich sagen soll. Deswegen bin ich einfach mal still. Und genieße diese Sterbegeräusche. Wow, was ist denn hier los? Meint ihr nicht, dass ihr es ein bisschen übertreibt? Wo kommt ihr alle her? Springt ihr einfach so aus Erdlöchern? Die Orks hatten ja wenigstens noch irgendwo Orkzelte rumstehen. Schwerer Plattengürtel des Schlösseröffnens. Jetzt reicht's aber hier mit dem Beschwören. Aber wenn es da jetzt schon alles aufgedeckt ist, dann komme ich doch voll schnell durcheinander, wo ich schon war und wo noch nicht.
Ja, ich höre euch ja schon. Ich dachte ja eigentlich, dass wir das heute vielleicht noch bis zum Patriarchen schaffen, aber das sieht ja momentan eher schlecht aus. Meine Kräfte sind erschöpft. Ach so. Du sollst nicht auf andere Leute mit einem Blasrohr drauf schießen. So. Kann man hier mal ein bisschen Erziehungsarbeit leisten. Genug jetzt mit der Magie. Was? Aber warum? Eigentlich sehr schön, dass die Spinnen genauso viel Erfahrung geben wie die Imps. Kommst du wenigstens auf dem richtigen drauf? Ja, okay. Ich bin überladen. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn meine Pyramide? Ich ging gleich mal nachgucken, ob Croxy vielleicht noch irgendwas Vernünftiges hat. Nee, sieht nicht so aus. Er hat ja noch nicht mal neues Gold. Intelligenzbonus. Ja, ist immer noch das Gleiche. Schade. Schade, Croxy. Die liefern wohl nicht bis hier draußen. Ja, da hat sich wohl einer erschreckt, dass wir hier plötzlich aufgetaucht sind. Oh. Genau, machen wir es doch einfach so. Oh, ein geheimer Durchgang. Sieht ja wirklich so aus. Oh. Oder auch nicht? Doch. Ah, nee, Sackgasse. Schade. Ja, also... Ihr merkt es ja jetzt ja auch schon von dem ganzen Erscheinungsbild her, wie das jetzt hier alles so ist. Wir haben ja jetzt langsam genug von der Wüste gesehen, um das jetzt hier so ungefähr einschätzen zu können von der Situation her. Und es ist halt wirklich so, dass, also, ich war halt damals auch persönlich ziemlich enttäuscht, als ich hierher kam. Und vielen anderen Divine Divinity-Spielern erging es genauso. Auch wenn dieses Gebiet hier nochmal sehr viel Erfahrung hat, sozusagen, also was man hier quasi an Monster töten kann und relativ groß ist und auch nochmal 3 unterschiedliche Musiktitel bekommen hat, das ist doch trotzdem relativ, also ziemlich eintönig. Und diese ganzen netten kleinen Sachen, die man halt innerhalb des Spiels immer hatte und die man da auch immer zu schätzen gelernt hat, die dieses Spiel quasi ausmachen,
die fehlen jetzt hier einfach in diesem letzten Gebiet. Also es ist so ein bisschen, als hätte ihnen da die Zeit und das Geld, was auch immer noch gefehlt, um halt diese Stelle hier genauso zu designen wie den Rest des Spiels. Also einfach mit so kleinen Sachen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass hier noch irgendwelche Nebenquestgeber rumstehen. Also auch wenn das natürlich auch sehr, sehr nett gewesen wäre. Zum Beispiel, dass man jetzt hier noch irgendwie so eine Story mit den Orks noch weiter spinnt oder so. Das wäre wahnsinnig nett gewesen. Einfach noch ein paar andere Orks als Questgeber. Es ist halt auch so, dass es wirklich einfach nur irgendwelche Imps sind, die man hier niederschnetzelt, also bis auf die Drachenreiter. Es gibt keine Sachen, die einfach mal irgendwie als Events quasi so einen völlig überraschend begegnen, wie das zum Beispiel mit der Sache mit dem Wunschbrunnen war oder mit dem verkleideten Ork oder was auch immer. Oder irgendwelche kleinen Tunnel oder so, irgendwelche Gräber, was auch immer, irgendwas. Das gibt's ja halt gar nicht. Und das finde ich halt schon sehr schade. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige. So, mal wieder speichern. Und langsam müssen wir auch mal wieder Schluss machen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so gar nichts geschafft irgendwie. Ein bisschen Karte haben wir aufgedeckt, ja. Aber so ist es halt in diesem Gebiet. Es ist irgendwie... Ich werde wieder solche Probleme haben, die Folgen irgendwie sinnvoll zu schneiden und dem Titel zu geben. Wenn vom Prinzip ja nichts weiter passiert, das ist irgendwie sehr schade. Oh, Giftfässer. Aber wenigstens ein bisschen was. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht... Oh, schon wieder klingelt mein Handy. Moment. Okay, und weiter geht's. Ja, das war jetzt der andere Teil meiner Familie. Das ist, ich weiß nicht, ich bin so jemand, der ruft eigentlich nur sehr selten aktiv tatsächlich mal an. Und ich finde es dann teilweise sehr erstaunlich, wie viele Anrufe sich da manchmal an so einem Sonntag ansammeln. Das ist, ja, also jetzt natürlich nicht jede Woche, aber doch immer mal wieder jede zweite und jede dritte. Und ich denke mir dann immer so, eigentlich... Vielleicht verpasse ich ja auch was, wenn ich jetzt hier sitze und Let's Plays mache, anstatt ich mich mal vielleicht ein bisschen mehr mit meiner Familie beschäftige. Aber, naja. Ich könnte ja dann die Zeit für meine Familie auch von einem anderen Budget versuchen abzuknapsen. Nein! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Du kriegst... Ja, ist ja gut. Ja, okay, aber wir machen jetzt hier trotzdem gleich den Schnitt. Und dann hoffe ich einfach, dass wir es das nächste Mal schaffen. Bis zum Patriarchen. Ja, wo soll der nochmal sein? Okay, steht nicht da, aber ich... Erinnere mich, dass Sandalore eigentlich was gesagt hatte von wegen Nordwesten. Aber da ist er ja definitiv nicht. Das wäre jetzt hier oben. Da kommen wir ja gar nicht hin. Ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Und wir merken uns, dass wir hier unten in der Ecke noch ein bisschen was zu tun haben. Okay, ja, dann mache ich jetzt hier gleich den Schnitt. Dann machen wir das so und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, dass ich jetzt zumindest unter der Woche nochmal für Ostern zum Aufnehmen komme. Dass es nicht wieder so wahnsinnig lang dauert, bis dann die nächste Aufnahme kommt. Gut, ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.